Ja, vielen Dank. Ich versuche auch, das jetzt in der letzten Zeit mit der Zeit hinzukommen. Was möchte ich Ihnen einmal jetzt zeigen? Für alle, die die StarTex GmbH kennen, werden vielleicht wissen, dass wir nicht nur ein klassischer Hersteller von Archivsoftware sind, sondern eben auch sehr viel im Projektbereich unterwegs sind. Und gerade bei uns im Moment ist es so, dass wir sehr viele Projekte haben, die im Bereich der Portalanwendung, der Lesesaalanwendung oder auch in dem ganzen Bereich einfach nur mit dem Archiv nach außen gehen, dass wir da im Moment sehr viel unterwegs sind. Deshalb würde ich Ihnen ganz gerne. Muss ich was beachten? Wo ist der Empfänger dafür? Ach, Sie haben ihn ausgemacht. Das ist klug. Okay, also ich möchte Ihnen zwei Sachen zeigen. Einmal einen kurzen Überblick über eins unserer Produkte, ACTA Pro Benutzung, unsere Anwendung für den digitalen Lesesaal. Das haben wir so ein bisschen aufgeteilt in die Bereiche, kurzen Überblick, die Funktionsbereiche recherchieren, bestellen, auswerten und am Ende nochmal so ein kurzer Überblick, was bei so einer Webanwendung gerade immer, wenn man mit Daten nach außen geht, bei so einer Anwendung immer wichtig ist, nämlich das auf der sicheren Seite sein, also ein bisschen technischer Hintergrund. Und als zweites möchte ich Ihnen etwas aus unserer Produktwerkstatt vorstellen. Das ist ein Projekt, was aktuell noch bei uns läuft. Es geht darum, um ein Metzviewer für die Digitalisat-Präsentation, der eben auch Crowdsourcing-Elemente enthält. Da komme ich dann am Ende einmal drauf zu sprechen. Fangen wir einmal mit dem Überblick an. ACTA Pro Benutzung ist unsere digitale Lesesaal-Anwendung für die Bereiche Kundendatenbank, Recherche, Bestellabläufe. Das ist eine gemeinsame Webanwendung, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Archiv, als auch eben für die Kunden, also die letztendlich den Lesesaal im Archiv gut recherchieren oder eben auch, wenn man das Ganze zum Internet hin öffnet, dann in den Daten recherchiert. Wichtig bei unseren Anwendungen ist immer, dass wenn Sie eine Webanwendung haben und irgendwie Datengrundlagen generieren, dass Sie das eben auch immer auswerten können, heißt Statistiken erstellen können, wie viele Benutzertage habe ich im Jahr gehabt, wie oft wurde welches Archivgut bestellt. All solche Sachen sind natürlich sehr wichtig, wenn Sie schon einen Lesesaalauftritt im Internet haben, dass Sie solche Informationen eben auch auswerten können. Und natürlich eine Kleinigkeit noch, dass in so einer Lesesaalanwendung immer die Möglichkeit bestehen muss, bestimmte Bereiche komplett zu sperren und das Ganze über Sondergenehmigung dann eben dem Kunden wieder freizugeben. Gucken wir einmal in den Bereich Recherchieren. Letztendlich habe ich jetzt mal so 5 verschiedene Möglichkeiten hier drangepackt, wie Sie in so einer Webanwendung am besten und komfortabel recherchieren können. Das eine ist natürlich, dass Sie immer eine Recherchefunktion haben, die ein Suchtreffer-Highlighting hat. Das mag eine Kleinigkeit sein, hilft aber gerade, wenn Sie ausführliche Verzeichnungsinformationen haben, sehr gut dabei, den eigentlichen Suchbegriff in so einer Treffermenge zu finden. Das Zweite, Sie müssen immer wissen, wenn Sie irgendwo recherchieren, was Sie überhaupt finden können. Dafür sind solche Autocomplete-Funktionen natürlich immer sehr wichtig. Also Sie geben 3 Buchstaben ein und dann wird live im Hintergrund alles komplett durchsucht, was das Programm Ihnen überhaupt an Daten liefern kann. Also der erste wichtige Frage, wenn Sie irgendwo etwas suchen, ist ja, was gebe ich als Suchbegriff überhaupt ein, um am Ende irgendwas zu finden. Und dafür sind solche Autocomplete-Funktionen natürlich immer sehr wichtig. Wenn Sie den ersten Schritt hinter sich haben, Suchanfrage gestellt, haben wir die Facettensuche, also immer die Möglichkeit, nachträglich ein Suchtrefferergebnis nach bestimmten Kriterien einzuschränken. Ganz klassisch natürlich nach einem bestimmten Archivalientyp oder eben die Suche auf zum Beispiel einen bestimmten Bestand einschränken. Es gibt dann noch weitere Möglichkeiten, das an einer Laufzeit einzuschränken, alles, was man normalerweise so an der Stelle auch erwarten würde. Wenn Sie digitale Objekte haben, dann wollen Sie die natürlich auch irgendwie präsentieren. Bevor wir gleich in den Bereich Viewer einmal reingehen. Wir haben mal die Möglichkeit auszusuchen, wollen Sie Suchtrefferergebnisse als Listenansicht haben? Also geht es Ihnen darum, Metadaten zu sehen oder geht es darum, wirklich digitalen Content anzugucken? Dafür haben wir solche Galerieansichten entwickelt, dass Sie eben keine Verzeichnungseinheiten mit Titel enthält darin etc. sehen, sondern direkt die Bilder, wenn es Ihnen wirklich nur darum geht, irgendwie digitalen Content an dieser Stelle anzuzeigen.
Ganz neu bei uns ist etwas, was ich zugegeben, mit diesem Begriff bin ich selber noch nicht ganz glücklich, nennt sich alternative Sichten. Das ist eine Möglichkeit, dem Nutzer nicht nur über die klassische Recherchefunktion oder über die Kontextnavigation, über die Archivtektonik an das Archivgut ranzuführen, sondern eben über Sachzusammenhänge. Ganz klassisch, wenn Sie mit einem Thesaurus arbeiten und Sie haben die Daten sowieso in Ihrer Schließungssoftware vorliegen, können Sie über diese alternativen Sichten eben den Nutzer nochmal über eine Baumansicht letztendlich irgendwo ranführen, was mit der eigentlichen Archivtektonik nichts zu tun hat. Bestes Beispiel hier, deshalb der Screenshot, ein Kunde von uns, Erzbistum München, die ihre Matrikel, die alle aus unterschiedlichen Beständen kommen, eben über diesen Sachzusammenhang an der Stelle nochmal anders präsentieren möchten. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Art, eben mehrere Einsprungspunkte für den Nutzer zu geben, wie er am Ende Archivgut überhaupt recherchieren kann. Kommen wir in den Bereich der Bestellung. Also Sie können natürlich auch sagen, Sie möchten Archivgut nur einfach online präsentieren, aber wenn es um einen digitalen Lesesaal geht, dann geht es natürlich auch immer darum, das Archivgut am Ende irgendwie zu bestellen. Haben wir natürlich Bestellungen zur Vorlage in den Lesesaal, ganz klassisch. Die Möglichkeit, Reproduktionsbestellungen durchzuführen, also zu einer Verzeichnungseinheit bestimmte Teilblätter in den und den Ausführungen. Man baut sich quasi so eine Art Artikelliste, einen Warenkorb zu einer Verzeichnungseinheit zusammen, bevor man diese Reproduktionsbestellung am Ende abschickt. Wir haben interne Bestellungen, also das ganz klassische, wir blocken das Archivgut mal, weil es in der Restaurierung ist, weil es nicht auffindbar ist, solche Sachen, dass Sie keine echte archivische Sperre vergeben müssen, aber eben in der Software irgendwie hinterlegen, dass ein Nutzer gerade dieses Archivgut eben nicht bestellen kann. Wenn eine Bestellung initiiert wurde, durchläuft das in der Software immer einen Workflow. Also welche Schritte durchläuft eine Bestellung, bis es irgendwann mal wieder reponiert wurde? Und das kann man bei uns eben frei konfigurieren. Wenn Sie sagen, Sie möchten nur ein bestellt und reponiert haben, kann man das hier konfigurieren. Oder Sie sagen, wie Sie es hier sehen, Sie haben einen sehr ausführlichen Workflow. Vielleicht geht es darum, das Archivgut auch aus anderen Abteilungen, aus anderen Standorten zusammenzuziehen. Dann ist dieser Bestellvorgang ja immer ein bisschen länger zeitlich. Und das ist immer sinnvoll, sowas eben auch mit einem bestimmten Status immer in einem Bestellworkflow abzubilden. So, bei Auswerten gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller gerade drüber. Wir haben die Möglichkeit, eben all diese Informationen, die in der Software dann sowieso gesammelt werden, auszugeben. Sei es Gesamtstatistiken, wie viele Benutzertage hatten wir, wie viele Bestellungen wurden in dem und dem Monat getätigt, in dem Jahr über einen bestimmten Zeitraum. Wir haben eine Historie für jeden einzelnen Benutzer. Dass Sie sehen, dieser Nutzer hat die letzten 2 Jahre so und so viele Verzeichnungseinheiten und eben auch welche bestellt. Wir haben das von der anderen Seite, wie oft wurde welches Archivgut bestellt, um eben zu sehen, okay, welches könnte man vielleicht mal in eine Sicherungsdigitalisierung geben, um dann eben das Ganze nur noch digital dem Nutzer zur Verfügung zu stellen, damit es eben nicht mehr bestellt werden muss. Und natürlich auf Wunsch, das ist keine Standardfunktion, die Möglichkeit, das Ganze sowohl für Google Analytics auswertbar zu machen, als auch für unsere interne Reporting Engine, also welche Suchanfragen wurden gestellt, wie oft wurde auf die Tektonik oder die alternativen Sichten geklickt. So ist natürlich alles interessante Informationen, wenn man mal dahin geht, um wirklich Nutzerverhalten großflächig analysieren zu wollen. Auf der sicheren Seite sein, was ist bei so einem Archivsystem aus unserer Sicht immer wichtig? Das erste natürlich DSGVO, Datenschutzerklärung, solche Sachen, dass Sie sowas in der Software haben. Sie können eigene Datenschutzerklärungen hinterlegen, die Nutzer bei der Registrierung zum Beispiel akzeptieren muss. Wir haben die Möglichkeit, Benutzerdaten zeitgesteuert, wir nennen das Entkernen, also zu anonymisieren. Klassischerweise 2 Jahre, nachdem man das letzte Mal Kontakt mit dem Archiv hatte. Einfach die Datensätze bleiben erhalten, alle personenbezogenen Daten werden rausgelöscht, sodass diese Historien und Statistiken weiterhin auswertbar sind, aber die eigentlichen personenbezogenen Daten eben komplett aus der Datenbank rausgelöscht werden. Das ist natürlich gerade, wenn man Richtung DSGVO guckt, damit man es nicht alles komplett händisch machen muss, weil das ist irgendwann natürlich auch nicht mehr handelbar, wenn man Nutzerdaten löschen möchte. Jetzt ein Blick, natürlich immer wichtig, sobald Sie Daten im Internet präsentieren, muss die Präsentationsschicht immer komplett getrennt sein von der eigentlichen primären Erfassungsdatenbank. Hier haben wir einfach von der Systemarchitektur immer einen ganz klaren Schnitt. Das ist sehr wichtig, weil alles, was im Internet ist, ist hackbar. Und wenn etwas im Internet steht und einen Zugriff auf Ihre Erfassungsdatenbank hat, dann ist die per se hackbar. Da kann Ihnen sich niemand vor schützen am Ende. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ups.
ganzes SSL-Verschlüssel, also eine HTTPS-Verschlüsselung, dass eben auch die Kommunikation zwischen der Browser-Anwendung und der eigentlichen Datenbank an der Stelle gesichert ist. Das ist letztendlich aber auch alles State of the Art. So, jetzt gucke ich einmal ganz kurz auf die Uhr. Ja, okay. Dann vielleicht einmal etwas Neues. Wir haben gerade ein aktuelles Projekt laufen mit einem Kunden von uns, die sich gesagt haben, sie möchten einen eigenen Viewer für unsere Benutzungsanwendung haben. Also es geht darum, digitales Archivgut in irgendeiner Weise zu präsentieren. Das Ganze ist ein Viewer, der über das Einlesen von Metz-Dateien funktioniert, auf dem IIIF-Standard. Der Kunde wollte letztendlich eine Alternative zum DFG-Viewer, und zwar etwas, was sowohl bei sich selber installiert wird, als auch PDF-Dateien anzeigen kann und nochmal die Möglichkeit hat, ein bisschen besser mit digitalem Content umzugehen. Was haben wir letztendlich? Wir haben eine ganze Reihe von Bildbearbeitungsfunktionen, was man so erwarten würde. Sättigung, Farben umkehren, Graustufen einstellen, Skalierung, das ganze Bild drehen. Also Funktionen, die man normalerweise für einen Viewer, wenn man sich mit Archivgut beschäftigt, eben hier auch erwarten würde. Natürlich heutzutage ganz wichtig, die Interaktion mit Social Media. Das bedeutet, Sie haben immer die Möglichkeit, ganze Verzeichnungseinheiten oder eben einzelne Bildausschnitte über Social Media zu teilen, also Facebook, Twitter, Pinterest und Tumblr. Tatsächlich Instagram, weil Instagram keine API bietet, um sowas automatisch dort einzulesen. Mir zumindest unser Entwickler gesagt, er sagt, das ist wohl bei denen noch nicht Standard, dass sowas funktioniert. Daher erstmal nur für diese 4 Social-Media-Zugänge. Der interessante Teil an diesem Viewer ist aber eigentlich die Crowdsourcing-Komponente. Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Das wäre jetzt einfach mal der Viewer-Teil. Was wir jetzt noch zusätzlich als zweiten Teil mit dazu programmiert haben, ist eben die Möglichkeit, dass Nutzer-generierten Content hier hinterlegen können. Sie sehen es, wir haben einmal archivgenerierten Inhalt, das kommt aus den Metz-Dateien, also die ganzen normalen Erschließungsdaten, und dann können wir eben verschiedene Informationen zum Inhalt, Literaturangaben, Bemerkungen, Transkriptionen, Laufzeiten oder auch Verschlagwortungen durchführen. Wir sehen, das ist zum Beispiel die Möglichkeit einer Transkription, die wir hinterlegen können. Ganz wichtig, das Ganze hat eine Versionshistorie, also Sie können immer wieder gucken, was hat der Nutzer vor mir eingegeben. Das Ganze ist ganz niedrigschwellig, komplett ohne Anmeldung. Jeder kann da eingeben, was er möchte. Das wird auch nicht hinterlegt, welcher Nutzer was gemacht hat. Das soll wirklich eine komplett freie Anwendung sein. Und wir sind gespannt, wie das letztendlich an einem Produktivbetrieb läuft. Wir können Markierungen vornehmen, also Annotationen von Personen, Orten, Schlagworten oder eben auch Datumsangaben. Sie sehen das, Person markieren, hinterlegen, mit der GND verknüpfen, wenn gewünscht, und dann kann man diese Datensätze dann eben auch direkt immer in der GND aus dem Viewer heraus öffnen. Das war einer der wichtigsten Punkte für unseren Kunden. Nicht nur die Möglichkeit, Freitext zu hinterlegen, weil Edition hinterlegen, Kommentare hinterlegen ist letztendlich immer nur Freitext. Transkription hinterlegen ist ein Freitext, vielleicht mit ein paar Sonderzeichen und der Anmerkung, ob es Foliozählung oder Seitenzählung ist. Aber interessant war dieser Bereich der Annotationen, also dass Sie wirklich Personendaten hinterlegen können und die eben dann auch kumuliert auf der Ebene der Verzeichnungseinheit. Und letztendlich hier sich alle Schlagworte angucken können. Sie klicken drauf, springen dann automatisch zum Bild, wo die Person hinterlegt wurde, und können dann die Informationen sich angucken. Und das war eigentlich der interessante Teil letztendlich, dass man hier eben dem Nutzer die Möglichkeit gibt, dann noch eine Art von Tiefenerschließung zu geben. Projektstatus aktuell, niedrigschwelliger Viewer mit Crowdsourcing, Projektstatus in der Zukunft, Redaktionsworkflow, diese ganzen Informationen, die Nutzer hier generieren, eben auch in die Archiverschließungsinformationen mit zurückzuführen, weil das muss natürlich auf lange Sicht immer das Ziel sein, dass man das nicht hier einfach nur in so einem Viewer, ich sag mal, auf Dauer drin lässt, sondern dass man das kontrolliert, wenn es ordentliche Informationen, wie zum Beispiel Transkriptionen sind, mit in die Erschließungsdaten am Ende zu übernehmen. Das kann man natürlich nur über einen Redaktionsworkflow machen, das muss alles eins zu eins letztendlich ja freigegeben werden. Ja, hier sieht man nochmal so eine Möglichkeit der einzelnen Laufzeiten für eine Verzeichnungseinheit. Wir haben den Viewer auch dabei, also wer Interesse hat, kann sich den gerne mal gleich bei uns angucken und auch anfassen. Das ist immer einfacher, als wenn ich Ihnen jetzt hier so ein paar Screenshots letztendlich zeige. Und das war es auch schon. Ich glaube, das ist genau ein bisschen durchgaloppiert, aber wenn Sie noch Fragen haben, gerne einmal hinten vorbeikommen.